So, endlich Rang 5 im Eisenbanner. Ja, mal gucken, was ich kriege, beziehungsweise das wird dann erst später angezeigt, wenn ich wieder im Orbit bin, aber wir gehen trotzdem gleich mal eben hin. Vorher noch mal kurz zum Kopiarchen, ne? Mal kurz den Kram mit durchknallen. Wie gesagt, hier, ne, die exotischen Gramme am besten erstmal behalten. Und die Lilanen eventuell auch. Weil wenn das nämlich das Frühlings-Update rauskommt und mit neuen Ausrüstungssachen und so, dann kann man die gleich nämlich direkt wegfischen mit den Engrammen, wenn man Glück hat. Ich hoffe, du Deswegen die kannst Engramme erstmal am besten Tresor packen oder einfach behalten. Außer man will halt den Kryptarchen noch leveln oder einem fehlen noch viele Sachen, aber mir fehlt fast gar nichts mehr. Deswegen behalte ich die, bis das Frühlings-Add-on raus ist. So, guck mal hier. Guck mal hier, ne? Guck mal. willkommen, Hüter. Rangaufstieg. So. Bam. Eiserne Hülle. Eiserne Gefährtenstiefel. Okay. Hier mal gucken, was die denn für Perks haben und wie hoch das Lichtlevel ist. 310 nur? Wollt ihr mich verarschen? Oh Mann. Also sowas hasse ich ja, ne? Sowas hasse ich ja. Da brauche ich gar nicht erst auf die Perks eingehen. Nimm ich eh nicht den scheiß Geist. Mann. Soll denn Mist? So, die Stiefel haben 3. Oh, 316 ist gut. Das dort kann ich ja gleich mal einsetzen. Das ist ja gar nicht schlecht. So, eiserne Gefährtenstiefel mit 316 bin ich sehr zufrieden mit. Finde ich gut. Ja, hier einfach mal Disziplin und Stärke. Dann Scharfschützengewehrmunition. Erhöht die Menge an Scharfschützengewehrmunition, die du tragen kannst. Und Raketenwerfermunition erhöht die Menge an Raketenwerfermunition, die du tragen kannst. So, super Sache eigentlich, ne? Und dann hier, erhöhte Agilität für 5 Sekunden nach einem Dere-Doppelkill. Und zuletzt Eroberungskönig, okay. Haben wir noch nie von gehört. Nach der Eroberung von Kontrollzonen in schmelzige Matches werden Waffen und Bewegungstempo stark erhöht. Okay, den Pock habe ich noch nie gesehen. Also ich persönlich nicht. Aber läuft, würde ich sagen, läuft. Ja, und sonst, was habe ich sonst so gekriegt? Ja, eigentlich nur Mist. Also nichts von Lichtlevel, Rang, sag ich mal, was man gebrauchen kann. Eigentlich immer nur Mist, Mist, Mist. Und ja, werde aber ein bisschen weiterspielen noch. Und ich werde wahrscheinlich auch erstmal meinen Beutezug, den ich noch nicht eingelöst habe, behalten. Und zwar bis zum nächsten Mal, obwohl, weiß ich auch nicht, vielleicht brauche ich dann noch. Obwohl, ich muss eigentlich den Raketenwerfer noch kaufen, ne? Den Raketenwerfer muss ich ja noch kaufen. Weil diesen Perks hier, awesome. Den nehme ich gleich Genau mit. das Richtige für das So, Eisenbanner. habe ich letztes Mal schon vorgestellt. Ja, so, das ist der Jäger mit Rang 5 beim Eisenbanner. Ich werde noch ein bisschen weitermachen, vielleicht ein paar Drops im Eisenbahn direkt vielleicht abholen, mal gucken und dann werde ich jetzt erstmal zum Titan wechseln. So, danke fürs Zuschauen erstmal. So, wie schön es auch hier ist. Ich muss jetzt zu der Saal, den war Rang 5 mit dem Titan beim Eisenbanner. Ja, geil. Hoffentlich gibt es gut Loot, aber vorher fällt mir gerade so ein, muss ich noch kurz ein bisschen mein Lichtlevel ein hochboxen. Mehr geht eh nicht. Ich habe halt nicht so guten Loot, was das Lichtlevel angeht. An sich ist schon guten Loot, aber Lichtlevel nicht so hoch, leider. Passiert, passiert. Wenig Zeit zum Spielen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt meinen Eisenbahner durch habe hier. Mit 2 Chars. Sehr gut. So, mal gucken, was er hat. Du musst es dir verdienen, Hüter. Ah, habe ich mir schon verdient, ja geil. Oh, wieder eine eiserne Hülle. Okay, mal Vielen gucken, was ich Dank. da kriege. 310 wieder, oh, genau wie beim Jäger. Was soll das denn? Ich will sowas nicht haben, ich will was Höheres haben. Und eine Waffe mit 316. Okay, das finde ich gut. Der Aschrabenflug, Fusionsgewehr. Okay. Die folgenden Fusionssachen, wollte ich gerade sagen, Visiere, Rotpunkt-Oris, sicherer Schuss OV, Rotpunkt-AOS, bla bla bla. Na gut, ist ja unwichtig. Das Wichtige ist ja hier. Umzingelt. Diese Waffe verursacht Bonusschaden, wenn 3 oder mehrere Gegner in unmittelbarer Nähe sind. Dann fixer Zug. Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Injektionskurs erhöht Stabilität, schnellere Handhabung, reduzierte Reichweite und Federmagazin, schnelleres Nachladen, reduzierte Magazingröße. Ja. Und zuletzt, das was immer wichtig ist, ne? Icarus, verbesserte Präzision, so. Wenn du dich in der Luft befindest, ja, doch nicht so toll, wie ich dachte. Naja, gut, kann ich jetzt mit von dir nehmen, eigentlich. Aber sonst, lootmäßig, ja, ist es okay, sag ich mal. Eisenbahner kann mitnehmen und ja, wollte ich jetzt gar nicht zeigen beim Titan, ne? Rang 5 geht ab und du hast einen Loot gekriegt, läuft. Danke fürs Zuschauen, bis denn.